Hallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die, Let's Play Together mit der Tibra. Grüß und mir, dem euch. Anduin. Grüß euch. Ja, in der Nacht ist nichts passiert. Noch der Blutmond-Horden-Pleite. Pleite, ja. Machen wir weiter, wie wenn nichts passiert wäre. Was, der rote Himmel ist nicht mehr da. So, jetzt bin ich unten, jetzt kommen sie angestürmt, hundertfach. Was? Gefallen. Achso, und auch du siehst schon irgendwo. Warum ist da alles angeknackt an der Mauer und so? Das war schon so. Das war schon. Da hat sich nichts verändert. Okay. Die Anknackser waren schon. Die Anknackser waren schon da. Ja, bei mir steht am Programm ein bisschen Fleischjagd. Und ich werde farmen. Looten. Du wirst looten, ich werde farmen. Wir wollen natürlich die Spikes rundherum noch vermehren, verdoppeln. Genau. Ich brauche Erde für meinen Dachgarten. Mhm. Ja, Stein. Vielleicht kann ich ja kurz herzeigen, wo habe ich in der letzten Zeit Punkte vergeben. Schwerpunktmäßig bin ich nur immer unterwegs bei Gesundheit und Fitness. Mhm. Gesundheitsfreak und wie ein wildes Tier ist auf 3, der Überlebende und das Kamel ist mittlerweile auf 2. Plünderung geht leider nur immer nichts, weil ich erst Stufe 10 habe bei Plünderung. Da brauchen wir 20, um einen Quality Show zu machen. Mhm. Und bei Waffenschmied habe ich jetzt schon zweimal rein. So, das war es so von den Punkten, was ich in der letzten Zeit vergeben habe. Ich habe einfach noch nichts weitergemacht bei... Da nehmen wir das mit. Das nehmen wir mit. Ist da Roma Zelt? Nein. Noch nichts weitergemacht bei Rüstungsschmied und Construction Tools zu machen. Also, Toolsmithing. Werkzeuge sind noch immer auf 100. Im Moment sind wir so weit, dass wir einfach alles mitnehmen. Jo, das stimmt. In der Tour gibt es eigentlich nichts, was liegen bleibt. Im Moment noch. Wird sich ja irgendwann ändern. Ja. Momentan können wir sich das noch nicht leisten. So, dann schauen wir mal, wie es ist. Also das Wetter. Sehr merkwürdig. Ja, das ist schon. Gerade wenn mir das Wetter einfällt, wir haben gestern einen ganz tollen Film gesehen, wo es ständig gewittert hat, weißt du? Ah, Autopsie. Der Jane Doe oder so. Autopsie of Jane Doe. Mhm. In die Produktion. Ja, Billigbudgetfilm praktisch. Aber Wahnsinnsspannung, mein Kopfkino war auf 100, auf 1000. Man sieht nicht wirklich viel, man sieht, das meiste spielt sich im Kopf ab. Ist so Horror-Szenen. Enorme Schreckszenen. Das Richtige für mich. Ja, ja, spannend wäre. Ja, ja, unbedingt ansehen. Wer mit sowas kann, wer sowas gerne sieht. Kann man sich anschauen. So, das wird alles gehäckselt. Wie viele Reihen-Spikes wollen wir? Ja, machen? 3 hätte ich gesagt. 3 Reihen. Ist das wieder während der Bauphase zu unserem absoluten Bauprojekt der Rückzugsort? Genau. Ja, okay. Also wir werden sie irgendwann später dann ausbauen müssen auf 5, bis wir fertig sind mit dem Bauprojekt. Ja. Aber 3 sollten jetzt dann für die nächsten 2 Horden, wenn sie denn kommen, reichen. Ich werde dann nebenbei auch anfangen, Rebar Frames zu machen und Zement. Den Zement muss man lernen. Hm. Ja, geschmiedetes Eisen nicht vergessen. Ja. Also das erste Eisen, was man... Für die Werkzeuge, ja. Genau. Nein, nicht nur für die Werkzeuge, Werkbank und vor allem der Zementmixer. Ja, ja. Ah ja, genau. Sonst wird es nichts mit Zement. Mhm. So. Ja. Die gefütterte Jacke. Wird's wärmer? Wird wärmer, ja. Eindeutig. So. Erde brauche ich, Clay brauche ich.
Das ist ja Wahnsinn, was man alles braucht. So, dann haben wir wieder ein bisschen Holz. Gar nichts. Entschuldige, ich habe gerade mein Mikrofon deduziert. Spikes. Na, dann machen wir mal. 13 Stück. Oh, hallo. Ich in meinem unendlichen Chaos. Ah ja, das ist bei dir, oder? Ja, doch. Ah, oh, schrecklich. Ich höre immer die Krise, wenn ich so seelenruhig von mir hinwerk. Die zufällig in dem Gebäude, wo ich davor gesessen bin, die haben wir noch einmal gesehen. Hat sich gerade einer rausgearbeitet. Wahrscheinlich, weil ich da Lärm gemacht habe. Ja, das kannst du gleich haben. Ein Baum fällen. Das heißt, wir waren da noch nicht drin. Was war das? Wir sollten die Gebäude markieren, wo wir schon waren. So. Okay, kommt da gar nicht raus. Ah, okay. Das war's. Da sitzt noch einer drinnen. Mhm. So, die werden dann gleich anpflanzen. Arrows. Ich baue das gleich wieder an. Ah. Okay. So. Na? Wird's was? Was wird das? Was das du? Nein. Es geht sich viel leichter und einfacher, wenn man infiziert ist auf Fluktur. Das ist dann so schön wurscht. Jo. Ich werde aber dann rund ums Gebäude auch wegräumen, die ganzen Ressourcen und so. Hm. So, ich glaube aber, dass das jetzt zumindest da mal. Boah! Ich weiß nicht. In die Tür rein und gleich rechts steht einer. Aber regungslos. Normal machen sie eh immer so Lärm. Der Horror ist nur, ich habe deinen Lärm in meinem Ohr. Ja, sorry. Das macht das Ganze spannender. So. Gut. Aber das war's jetzt, hoffentlich. So, da ist eine Ressource. Ja, ich zieh schon was aus. Uns fehlen Pilze und Heidelbeeren, gell? Für das Antibiotika ist natürlich. Ja. Weil die Pilze nicht so das Problem sind, die Heidelbeeren sind eher die, das Thema. Gut. Glaubst du nicht, was ich gerade gefunden habe? Antibiotika? Zweimal schimmeliges Brot. Und vorher in Asche, jetzt habe ich genau 4 Stück.
Cool. Ein Stück habe ich von meiner letzten Tour mitgebracht. Na bitte, haben wir schon meins mehr, als was wir brauchen würden. Ja, und fehlen die anderen Sachen noch? Nein, nein, mit schimmeligen Brot sind wir fertig. Nitratpulver haben wir und Wasser haben wir. Ah. Das ist ja die zweite Variante. Ach so, das machen wir im Lagerfeuer, gell? Oder? Ja, da brauchst du eben mehr. Ne? Es gibt das Natürliche und das Chemische. Beide kannst du im Lagerfeuer machen, aber wenn du das im Lagerfeuer machst, dann brauchst du halt mehr Ressourcen vom jeweiligen. Was wie? Ja, dann werden wir das sagen. Oh, Wanderhorde, ich lock sie mal weg. Bei uns oder wo? Ja, würden in unsere Richtung kommen. Ich lauf mal. Bin mal Richtung Base unterwegs, weil ich bin schon voll. Eine schirche dicke Mama. Oh je. Unser Lieblingszombie. Ja, schon. Okay, der steht in der Ecke beim Stein und kommt nicht weiter. Hm, nett. Die Mama verfolgt mich. Na bitte, komm schon her. Interessanterweise, ich habe nur einen grauen Bogen gemacht. Nein, Bogen mache ich. Das hast du mir sagen sollen. Blöd, dumm gelaufen. Okay, kümmert man sich jetzt mal um die Obst, das Loch. Und die da. Oh, ich habe schon wieder 250 Federn fertig. Wanderhorde abgelenkt. Sehr schön. Okay, da durch den Kopf geschossen, macht nichts. Wenn du Hilfe brauchst. Nein, bei der Dame nicht. Da ist der Kopf weg. Oh. So, den Süßen hole ich mir auch noch, der steht auf meiner Kohle. 6-mal schimmeliges Brot, das hätten wir vorher gebraucht. Ja, fürs nächste Mal haben wir es. Gut, dann werden wir die leeren Gläser werden wir füllen. So, der hat nichts dabei. Hast du dich verletzt? Es hat sich quasi angehört, wenn du... Ich habe jetzt irrtümlich, glaube ich, meine Bandage. Ja. So hat sich das angehört. Okay, da kommt jetzt der dicke Mama zu unserer Base. Ah, dann war das die. Moment, ich komm schon. Ah, die. Durch ist sie. Sie ist durch. Jawohl, eine Schaufel in Grau. Ja, her damit. Oder? Ich kann das wieder reinlegen. Ja, leg's rein. Leg's bitte so, rein. Baust du sie ab, bitte. Da ist keine Schaufel drin. Ich hab's gerade reingelegt. Nope. Ah, nein, ist nur bei mir. Weiß ich nicht warum, ich hab's reingelegt. So, noch einmal. Achso, man kann nichts mehr reinlegen, glaube ich. Okay, und ich habe kein Messer, also baust du. Wart. Ich hab kein Messer. Nimm. Nimm raus. So. Ich glaube, das war ein Fehler von meiner Seite. Ja, jetzt ist es drin. Ja, jetzt habe ich sie. Du musst sie noch abbauen. Ich ja, bin schon dabei. Sehr gut. Apropos Messer. Mein Messer schaut nicht gut aus. Ich mache dir gleich eins. Ja. Und einen Bogen, ne? Und einen Bogen, ja. Weil dann werde ich meinen ziehen. Tu muss rein. Da muss ich es rausschmeißen, da am Asphalt schmeißen wir es raus. Da verschwindet sie eher seltener. Ja.
Da ist einmal das Messer. Hab ich? Bogen kommt gleich. Da ist er. Fallen lassen. So. Ja. Yep. Alles draußen. Aufgehoben. Passt. Danke dir. Bitte. So, wir gehen jetzt die Gläser auffüllen. Und dann wir gleich laden. So. Und weiter geht's. Da war ein Nest. Sehr schön. Ist es bei dir? War bei mir. Okay. Na, dann bin ich beruhigt. Ich habe eine leichte Schädigung betreffend Geier. Hm. Eigentlich Misch oder so suchen. Ich habe überhaupt nichts gesehen. Da drüben ist der Händler. Ja, zu dem muss ich auch noch. Das steht bei mir als nächstes am Programm für die Quests. Die nehmen alle mit. So, wir haben auch ein bisschen was Umweltfreundliches. Die abgestorbenen Bäume werden entsorgt. Ja, das brauche ich auch immer. So. Flops, flops, geht schon. Hey, du! Durch den Kopf durch. Jetzt getroffen. Was ist das da oben? Ist das bei dir? Nein. Okay. Okay, in der... Bin aber versteckt. Ah, dann war es vielleicht der, den, was ich gerade gekillt habe, was der... Hat sie noch Hund oder so? Nein, der hat noch gegurgelt. Ah, okay. Ja, dann war das sein letztes Gurgeln. Röcheln. So. Ah, ein Nest. An Eiern fehlt uns, glaube ich, nicht. Jupp. Ich habe jetzt glaube ich gerade 5 oder 6 Nester innerhalb von 10 Blöcke. Cool. Aber ich hätte ehrlich gesagt viel lieber einen Hirsch oder so. Wir brauchen Fleisch. So, zurück zu den Ressourcensteinen. Ah, den großen nehmen wir da noch mit. Tussi, du stehst es verloren. Ah. Ja, genau, dich habe ich gemeint. Okay, das ist der verbrannte Gebiet.
Verwechselt Spion. Ich finde sehr oft Futter, also Dosen. Okay. Also die Jagd ist mager. Mager. Ich mache lieber mit der Looptour weiter. Okay. Wie schaut es vom Anbau her aus? Wie geht es da mit den Kartoffeln? Ist das Vermehrung oder? Also Vermehrung noch keine, die sind gerade im Werden. Okay. Wir sollten dann langsam beginnen, sich wirklich ein Eck zu suchen, wo wir bauen. Yep. Oh, da ist er, der Hirsch. Ja, da. Ja? Oh, so, so zweit. Wo ist sie? Ist die jetzt umgefallen? Stimmeliges Brotpfeilewaffen. Ja, ich kann das nichts mehr reinnehmen. Kacke, kacke. Was schmeiß ich weg? Was in meiner Angst? Ah, das war auch klar. Ja, ich habe zwei schimmelige Brot gefunden. Super. Mhm. So, ich werde gleich mal Pfeile nachproduzieren. Ich hab's gehört. Du hast ihn erlegt. Ups. So, zuerst Zombie. Messer hier. So. Spikes basteln war das nicht die nächste Aufgabe. Hoppala. Komme ich dazu? So, den hier schätten wir. Zombie Time. Zombie Time? Mhm. Gut, ein bisschen eine Erde. Nach dem Deiner, gell? Ist, was das Erde. Ja, da habe ich bekommen ein bisschen. Na, passt perfekt. Komm zum Schaufeln. Was wolltest du da schaufeln? Das schaut aus wie eine Rinne, wie eine Wasserrinne. Gar nichts. Du hast gesagt, du brauchst die Erde. Dann haben wir dort angefangen, den zu ausheben. Okay. Ich muss sie da reinbringen auch. Das ist jetzt Kaiser. Achso. Einen tieferen Sinn gehabt, das was ich ausgehoben habe. Okay. Wir sind um die Erde gegangen. Oh, jetzt wieder ein Holz. Auf das Stereo.
wenn man es fühlt. Gut. So. Ich habe jetzt trotzdem keinen Platz. Ah, jetzt liegt es einfach. Dann können wir Erde aufbauen.